Mein Name ist Anna Rieger, ich bin 27 Jahre alt, habe in Bonn Medizin studiert. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit einem Rezeptor, der sich NAD3 nennt, beschäftigt. Dieser Rezeptor kommt zum Beispiel vor in weißen Blutkörperchen, also in Immunzellen, in Zellen des angeborenen Immunsystems. Und man weiß nicht genau, wie seine Expression, also seine Herstellung reguliert ist. Und die ist ganz wichtig, weil wenn es zu viel von diesem Rezeptor gibt, dann ist die Immunreaktion überschießend. Und wenn es zu wenig gibt, dann ist sie nicht adäquat. Im Moment arbeite ich als Ärztin im Klinikum Köln-Merheim in der Chirurgie. Ansonsten gehe ich in meiner Freizeit sehr gerne laufen. Ich finde, es ist ein guter körperlicher Ausgleich, um auch mal abzuschalten, um irgendwie draußen zu sein, um auch, wenn man mal woanders ist, da die Region zu erkunden und Neues zu sehen. Dafür gehe ich gerne joggen. Im Moment gehe ich am liebsten hier in Köln im Stadtwald laufen. Der ist ja direkt bei mir vor der Tür. Am Rhein ist es natürlich auch sehr schön. Aber ich probiere auch gerne mal neue Strecken aus. Für ihre Dissertation Regulation des NLRP3-Inflammasoms durch MikroRNA 223 erhält Dr. Anna Rieger den Promotionspreis der Universitätsgesellschaft Bonn.